Und zu dem richtigen Blau, was so aussieht wie dieses Zauberblau, so ein giftiges Blau. Aber das sieht auch nicht nach Türkisblau aus. Das sieht richtig normal blau aus, so giftig blau. Und da habe ich immer, das ist nicht blau, das ist Giftblau. Habe ich das immer als Giftblau gesehen. Ja. So ein Blau, das will ich am Montag dann mischen hier. Damit sich Türkisblau und Zwillingblau sich deutlich grünlich abhebt. Ja. Da sehen die beiden Grün und Zwillingblau sehen schärfer aus und dieses Blau, das sieht dann so winterlich milde aus, so Ja. wie wenn man in einer warmen, guten, geheizten Stube sitzt. Dirk Geffers ist ein Künstler, dem ich begegnet bin im offenen Atelier der Lebenshilfe. Aufgefallen ist mir bei ihm, dass er sich für Klänge interessiert. So eine ganz intensive Erforschung auch von Klängen einzelner Dinge, unter anderem eben auch Töpfe. Und als ich selbst mal einen Topf angeschlagen habe, sagt er spontan, das ist Klang 39. Und mir wurde klar, da steckt ein Hörvermögen dahinter, beziehungsweise auch eine Skalierung von Ton, von Tönen. Ach, der Klang ist Ton 46. Und Farbe. Also Farbe wäre ich eher sagen, auch so türkis so ungefähr. Grenze 38 sein. Das ist aber nicht nur, dass er diese Skala auf Klänge anwendet. In diesen Gesprächen wurde immer deutlicher, genauso verknüpft er Farben mit diesen Zahlen. Gleichzeitig sind diese Farben an Tageslichtverläufe gekoppelt. Das ist ein Kosmos, der sich auftut, wenn man mit ihm ins Gespräch kommt. Diese achtkanalige Installation, Klang 39, besteht aus einer 4x4 Meter großen türkisfarbigen Fläche, auf der acht unterschiedlich große Terrakotta-Töpfe verteilt sind. Entstanden ist eine begehbare Klangsituation, in der sich die Besucher zwischen den mit Lautsprechern bestückten Töpfen bewegen können. Jeder Topf spielt seinen eigenen Klang in eigenem Rhythmus. Durch die dadurch entstandene räumliche Verteilung der Klänge wird die Raumwirkung des Gesamtklangs wahrnehmbar. Erst nach und nach konzentriert sich das Hören auf die integrierten Erzählungen. Möglich ist auch die Erfahrung einer meditativen Grundstimmung, die jedoch durch punktuelle Brechungen im Klangverlauf irritiert wird. 39, 40. Also schon Ende 39, schon im 40. Klang, also etwas kurz über 39.